9 Millionen Leute spielen laut Ubisoft The Crew oder haben es zumindest mal gespielt. Grund genug, einen zweiten DLC zu bringen. Nach Wild Run kommt jetzt Calling All Units. Und das ist im Grunde 2 gegen 2. Also zwei Leute schlüpfen in die Rolle der Cops und zwei Leute sind dabei, Beute ins Safehouse zu bringen. Ich habe es gespielt. Als Cop ist es so, da kannst du natürlich dann die Leute mit Flashbangs ein bisschen stunnen. Du kannst einen Unlimited Boost aktivieren, der dann für eine gewisse Zeit halt wirklich so einen Dauerboost dir bietet, um die Bösewichter zu jagen und am besten noch natürlich zu rammen. Und in der anderen Rolle wiederum, da musst du natürlich schauen, dass du halt die Cops aus dem Weg fährst. Das ist nicht so einfach. Die machen dann Straßensperren. Sie verlangsamen einen dann schon mal ein bisschen, aber es ist nicht so, dass die dann gleich nach 3 Sekunden einen einkassiert haben. Man hat dann schon noch die Möglichkeit, wieder zu entwischen. Ich habe zum Beispiel ein Lamborghini Aventador und ein Huracan ausprobieren dürfen. Es gibt wirklich noch ein paar Supersportler, wie zum Beispiel den McLaren F1. Es gibt dann aber auch ein paar Trucks auf der Polizeiseite und neue Motorräder. Calling All Units bietet auch 12 neue Story-Missionen. Da wird dieses Chase-Thema auch noch aufgenommen, damit das Ganze halt noch ein bisschen anderen Charakter bekommt. Es gibt auch ein neues Level Cap. 60 ist es jetzt. Und ja, grafisch ist es nicht wirklich eine Verbesserung. The Crew ist jetzt nicht unbedingt eine Superschönheit, aber es ist schon in Ordnung. Es macht natürlich schon Laune. Ich meine, diese Verfolgungsjagden, die sind immer ganz, ganz nice, wenn man halt dann durch die USA fährt. Die Welt ist ja wirklich, die Spielwelt ist wirklich riesig. Und das ist schon eine coole Sache. Hat auf jeden Fall Laune gemacht. Und ja, wer Lust hat, kann sich auch die The Crew Ultimate Edition holen. Die kommt nämlich auch raus am 29. November mit dem DLC. Genauso natürlich wie der DLC allein. Und die Ultimate Edition enthält einfach dann Wild Run und Calling All Units. Ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ob es mich dazu bringt, wieder The Crew zu zocken. Ich bin am Anfang dann relativ schnell ausgestiegen, das weiß ich noch nicht. Könnt ihr euch ja auch selber überlegen. Habt ihr auch die Spielszenen. Bis dahin, ciao. Thank you.